Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Seit dem letzten Mal, wo ich was aufgenommen habe, gab es ein kleines Update, wie man hier sehen kann. Es gibt jetzt ein Skyrim Texture Pack. Und da draußen knallen die wieder. Dabei ist es noch nicht Silvester. Und dieses neue Texture Pack möchte ich auch gerne mal ausprobieren. Ich bin schon in dieser Welt gewesen und es sieht einfach nur Hammer aus. So. Und ich habe es endlich mal hingekriegt, dass man halbwegs jetzt noch die Musik im Hintergrund hört. Dumm nur, dass sie mir jetzt in den Ohren dröhnt, weil ich sie so laut stellen muss, damit man überhaupt was hört. Naja, genug davon. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Wie man sehen kann, es ist noch Nacht draußen. Die Monster habe ich angestellt. Und das neue Texture Pack, wie gesagt, sieht super aus. Aber ich habe nicht vergessen, was wir noch alles machen wollten. Zum Beispiel hat sich wirklich jemand mal gewünscht, der sich wirklich auch mal was in die Kommentare geschrieben hat, dass wir doch hier mal einen Bauernhof oben drauf bauen sollten. Und dann würde ich mal sagen, dass wir das auch in Angriff nehmen und dann für erstmal ein bisschen Terraforming betreiben. Schaufeln haben wir ja. Gehen wir jetzt einfach mal todesmutig raus. Und wie man sehen kann, unser Feld hat sich nicht sehr wirklich rentiert. Da erweitern wir das jetzt einfach mal. Ernten das ab. So, und machen dann eben nochmal ein paar Felder. So. Drei Weizenkörner. So. Und so. Und es wird gerade hell, das ist wunderprächtig. Dann wollen wir mal anfangen, auf den Berg zu steigen und etwas Terraforming zu betreiben, weil ja, da haben wir ja auch noch genug dabei. So, da hoch, hier hoch. So. Würde ich mal sagen, auf der Höhe bleiben wir und bauen jetzt erstmal hier alles ab. So. Und dabei sammeln wir gleich mal direkt ein paar Schneebälle ein. Ist ja auch allerliebst. So. So und so und so. Und da hinten sind ein paar Wölfe. Ist ja schick. So und so und so. Und da brennt doch direkt ein Skelett weg. Schönes Weihnachtsfeuer, das es da hinten gibt. Stirbst du jetzt vielleicht auch mal? Brennt ja dauerhaft da. Oh Mann. Naja, soll uns nicht stören. Irgendwann wird es schon abfackeln. Und damit wäre es abgefackelt. So. Machen wir hier eine Verbindung. So und so und so und so. Das war schon zu tief. So. Und ja. Ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen schweige, aber im Moment fehlt mir auch der Redestoff. Ich versuche hier unterhaltsam zu sein. Vielleicht könnt ihr ja mal ein paar Themen in die Kommentare schreiben, worüber wir noch mal reden könnten. Da unten ist eine Blume. Oder generell einfach mal was in die Kommentare schreiben. Müsst ihr nicht, wäre nur schön. So. Machen wir hier weiter. Hier, da, 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 da. Aber doch ziemlich groß der Berg, aber ein bisschen klein. So. Und im Hintergrund, je nachdem, wie man es gleich hört, ein bisschen Skyrim-Musik. Extra fürs Texture Pack. Damit wäre auch die erste Schaufel weg. So, aber das wird uns nicht. Wir hatten ja noch eine. Und weiter geht's. So. Oh, hallo Schaf. Will sich wahrscheinlich gleich das Leben nehmen. Tu es nicht! Verdammte Suizidschafe! Du brauchst mir nichts zu beweisen! So, hier weiter, 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 weiter. So. Und hier etwas und da etwas. Und noch mehr und noch mehr und. Ah, jetzt habe ich hier schon wieder. So, einmal hier rein, einmal da rein.
So und weiter. Gleich haben wir noch schön viele Schneebälle. Daraus kann man bestimmt noch Schneeblöcke machen. Und wer weiß, vielleicht bauen wir uns irgendwann ein Iglu. Aus Schnee. Nicht aus Eis. Wo man dann wiederum dann aufpassen muss mit der Beleuchtung, damit sie uns nichts wegschmilzt. So, und das war unsere letzte Schaufel. Aber den Rest kann man auch locker mit der Hand machen. So. Die typische Handverkloppung geht wieder um. Da, 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 da. So. Und dieser eine Block. Ein einzelner Block. Spitzhacke. Oh, wir hatten ja doch noch eine Schaufel. Egal, es war nicht mehr viel. So, zack. Das Schaft hängt da immer noch. So. Dann fangen wir doch mal das kleine bisschen Terraforming an. Und tschüss, Erdblock. So, ab hier war das dann so und so und so. So, so. So, so, so. So und so und so und so und so. So und so. Machen wir uns direkt eine schöne erdige Terrasse. Ist doch herzallerliebst. So. Und hier und falsch. Hier und falsch und da. So und so und so. Und fast runterfallen und sich alle Knochen brechen. Das gehört natürlich auch zum Standard. So. Bleiben wir erstmal bei dem. So. Dann hier noch was rein. Und hier und da und da. Und vergessen wir nicht hier und da. Und das da. So, ist schon eine süße kleine Ecke, die wir hier angelegt haben. Geht es mal direkt weiter. Ohne natürlich runterzufallen. Es wäre jetzt uncool, jetzt runterzufallen. So, hier und da. Und das hier und hier das und das da. Und wie hier einfach mal gar nichts los ist in der Gegend, ist ja auch schön. So. Und ich habe gesehen, wir haben doch noch nicht so viel Holz und Scheiße gebaut, dass wir dann gleich am besten nochmal in den Wald gehen und ein bisschen Holz fällen und uns doch auf die Schnauze legen. Ach, au, au. Jetzt erstmal wieder hochkraxeln. So. Und ich hab noch gesagt, ich will nicht auf die Fresse legen. Ja, das passiert dann mal wieder. Ja, ja. Man nimmt sich was vor und dann BÄM! Passiert es doch. Ich hoffe, für ein kleines Bauernhütchen würde das reichen. Da hinten die große Fläche nehmen wir dann als kleine Weidefläche. Das ist doch super. Gefällt mir. So. Na, komm her. So, und hier, da. Hier längs, da längs, da längs. So. Ah, hier ist noch einer. Ich will aber Erde. So. Flutsch. So, jetzt ist es doch schön. Gut. Dann gehen wir nochmal auf eine kleine Quest. Holz zu holen. Haben wir Äxte? Natürlich nicht. Jip, 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 jip. Hallo Schaf. Au, ach, dich schon wieder. So. Werkbank. Nee, Kiste. Ich muss mich noch an dieses Texture Pack gewöhnen. So, machen wir erstmal ein paar Stöcke. So. Steinaxt. So, und los geht's. Und langsam nagt auch der Hunger. Wir haben einen Apfel dabei. Wird nicht viel nützen, aber wenigstens etwas. Falls der Hunger zu sehr nagt, es wird dann wenigstens schon mal einen Apfel haben. So, jetzt hier hoch und ab in den Wald. Höhle. Hallo. Unser schöner Tunnel, mit dem man vielleicht auch noch was anstellen kann. So. Och, sieh mal einer Schau. Die Bonustruhe ist wieder da. Hm. War jetzt zwar nicht geplant, aber hey, da sind doch viele Sachen jetzt noch drin. Na, umso besser. Ich glaube, für den nächsten mache ich das wieder aus. Wieder ein Kakteen. Oh.
dafür ganz viele Holzspitzhacken und Holzaxt und Brot und... Gut, fürs nächste Mal gucke ich mal, dass ich das wieder ausschalte, weil sonst haben wir jedes Mal hier eine Bonustruhe. Das wäre dann irgendwie auch uncool. Weil zum Beispiel jetzt ist wieder das Inventar voll. So. Nein, nein, falsch. So. Nehmen wir hier die Fackeln mit. So und so. So. Hier und hier und da. In den Baum rein und schön das ganze Holz verkloppen. Und dann nach unten. Und das. Und wir können jetzt schon nichts mehr mitnehmen. Dann essen wir den Apfel und dann können wir es wieder mitnehmen. So. Jetzt hier reingesprungen. Machen die Holzfäller ja schließlich auch immer. Man sieht es nur nicht. Man hört immer nur, wie sie rufen, Baum fällt! Und dann ist der ganze Baum schon weg. So. Der nächste Baum, der futsch ist. Oh, und so. Dann... Ah, hier sind noch mal ein paar kleine Bäume. Klein relativ. So. Aber da kommt man schneller bis zum letzten Block. So. Dann einmal runterbauen. So, so, so. Und so, und so. Und Erde. Da! Aua! Was ist das denn? Ist das ein Apfel? Oder sieht eher nach Pilz aus? Hm. Dieses Schneebiom ist etwas weitläufig. Da ist noch ein schöner Berg, den kann man bestimmt irgendwie benutzen. Hier ist ein kleiner, tiefer gesetzter See. Oh, ein Schweinchen! Hallo Schweinchen! Gib mir dein Bacon, gib mir dein Bacon, gib mir dein Schinken, gib mir deine Fleischwurst, gib mir dein Filet! Was wir sowieso nicht tragen können, ich war ja jetzt so intelligent. Weiße Wolle. Birkensetzling. Ach. Tu mir mal Schneebälle weg. So. Und es wird auch jetzt wieder Nacht. Ist ja supi. Dann schnell wieder zurück. In unser trautes Heim. Und diesmal wachsen wenigstens mal drei hier. Das ist doch mal wunderschön. Ja, bevor wir jetzt reingehen, werde ich diesen hier mal ersetzen. So. Mach den hier mal ganz auf. So. Oh, das hat sogar zweimal Fleisch gedroppt. Das ist auch gut. Und anscheinend haben wir die Fackel nicht mitgenommen. Die ist suboptimal. Dafür haben wir ja noch ein bisschen Kohle. Weil die eine Ecke, die sieht mir noch ein bisschen dunkel aus. Aber erstmal legen wir hier alles ab. Melonensamen. Das sind Kakaosamen. Okay, dann haben wir schon mal einiges an Samen wieder. Nur ob die hier im Schneebiom wirklich angehen, das ist eine andere Sache. Schneebälle rein. Eichenholz, braune Wolle. Okay. Braune Wolle und weiße Wolle. Okay. Ach, die Kakteen wieder. So. Eichenholz. Eichenholz und Eichenholzbretter. Ah, das sieht man den Unterschied kaum. So, die Truhe, die kann man schön daneben setzen. Dann haben wir eine große Truhe. So. Holzspitzhacken brauchen wir erstmal nicht. So, so. Die Setzlinge tue ich auch erstmal weg.
Vor allen Dingen Dschungelbaumsetzlinge hier im Schneebiom. Das kann man ja mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass es was bringt. So und so und so und so. Jetzt lassen wir mal das rohe Schweinefleisch werden wir braten. So. Und mit dem Rest wollten wir ja noch ein paar Fackeln machen. Erstmal hier wieder zurechtkommen, ey. Alter Falter, so. Kohlefackeln, so. Ah, sieht doch mal viel besser aus, so. Phew. Und es ist schön dunkel. Hallo, wie geht es dir, Welt? Jetzt kann ich auch den Sandblock aufnehmen. So, und schnell wieder rein. So. Oh, hoppla. Jetzt habe ich da die letzte Fackel hingemacht. Nix da, ich brauche keine Tankbeleuchtung. Und wieso habe ich die nicht aufgenommen? Hm, Bug. Schöner Bug. So, jetzt hat der Sandblock schwimmen gelernt. Jetzt habe ich den jetzt rausangel. So. Nicht mein Problem, wenn das ein Bug ist. Blödes Teil. Naja, das war's dann auch schon wieder für diese Folge Minecraft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt auch kommentieren, gut bewerten oder abonnieren den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.